Natürlich wird uns jedenfalls im ersten Quartal dieses Jahres die Corona-Pandemie weiter sehr beschäftigen. Wir sind ja in einer neuen Phase. Und das muss man auch noch mal einfach sagen, wir sind in einer Phase, in der wir sehr hohe Neuinfektionszahlen haben. Das ist anders als bisher, als wir ja immer gesagt haben, wir müssen so gut es geht die Inzidenz niedrig halten, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Durch die Omikron-Variante und den schon erreichten Impfstatus ist es so, dass wir nicht mehr diese strenge oder diese starke Verbindung zwischen Inzidenz und Krankenhausbelastung haben. Und deswegen sehen wir derzeit in Deutschland sehr hohe Inzidenzen, ganz besonders hier im Norden, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, auch Berlin und Brandenburg, weil wir eben die Ersten sind, die sehr hart von dieser Omikron-Variante, von der Omikron-Welle erfasst werden. Auf der anderen Seite sehen wir eine angestrengte Situation in den Krankenhäusern, aber eben noch eine mäßige Belastung der Intensivstationen. Es ist noch nicht so, wie wir zu den Höhepunkten der anderen Wellen hatten, dass wir jetzt an der Überlastungsgrenze sind. Und das bedeutet jetzt, dass wir keinen Lockdown machen. Das ist ja unbedingt von allen so gewünscht, dass wir nicht wieder in eine Lage kommen wie im letzten Frühjahr, wo wir im Grunde alles schließen mussten, um die Inzidenz auf Werte unter 50 zu bringen. Wir sind jetzt weiterhin ja in der gleichen Strategie. Wir wollen eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindern. Und deswegen kämpfen wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen mit sehr vielen Neuinfektionen, die wir ertragen und die wir managen müssen, die uns nicht komplett entgleiten dürfen, um einen Lockdown zu vermeiden, weil wir ja wissen, dass diese hohe Inzidenz handelbar ist bei einem entsprechenden Impfschutz. Und insofern wird uns das die nächsten Wochen wahrscheinlich bis ins Frühjahr hin begleiten. Sehr, sehr hohe Neuinfektionsfälle. Immer wieder der Versuch ist, in Maßen zu halten, zu bremsen, mit allem, was möglich ist, aber eben unter Vermeidung eines Lockdowns. Wir wollen die Kultur, die Bildung, die Schulen offen halten, den Sport weiter ermöglichen, den Einzelhandel, die Wirtschaft nicht ohne Not, ohne dringende Notwendigkeit noch einmal so stark in Mitleidenschaft ziehen. Das bedeutet aber auch, dass die Gesundheitsämter unter Volllast arbeiten. Das sind Hunderte an Menschen, die dort jetzt die Neuinfektionen bearbeiten müssen, die verstärkt werden durch Bundeswehrsoldaten. Aber es sind eben tatsächlich jetzt ganz andere Bedingungen, unter denen die Gesundheitsämter, die Testzentren, die Labore arbeiten, weil wir diese hohen Infektionszahlen managen müssen. Ich hoffe, dass wir dann im Frühjahr bei besseren saisonalen Bedingungen, bei zunehmender Impfquote tatsächlich diese hoffentlich letzte Welle dann überstehen und wir dann nach einer entsprechenden Beratung im Deutschen Bundestag voraussichtlich eine Impfpflicht bekommen, die uns nicht in dieser Welle rettet. Dafür ist das viel zu spät. Da müssen wir jetzt impfen. Aber wenn es uns gelingt, im Laufe des Jahres insgesamt in Deutschland eine sehr hohe Impfquote zu erreichen, sind wir damit hoffentlich im Herbst dann geschützt vor neuen Überraschungen, vor neuen Varianten, vor neuen saisonalen Bedingungen, die dann ein neues Aufflammen der Pandemie bedeuten könnten. Insofern ist das die Abfolge, die ich vor Augen habe und von der ich hoffe, dass wir damit insgesamt in Deutschland und wir in Hamburg klarkommen. Das Zweite, was dann natürlich entsteht, ist die Frage, welche Folgen hat das? Auch darüber haben wir in der Vergangenheit viel gesprochen. Sie wissen, dass die Wirtschaft sehr stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Und das wirkt sich aus, wie Sie wissen, auch auf die die Finanzkraft, die wirtschaftliche Kraft unserer Stadt. Wir werden nämlich sehr bald im Seminar an der Haushaltsplanaufstellung arbeiten. Wir werden dazu ja dann Mitte des Jahres etwas vorlegen und der Bürgerschaft dann im Sommer oder, ja, ich glaube, nach der Sommerpause dann zuleiten, den Doppelhaushalt 23/24. Der ist geprägt von den Nachwirkungen dieses wirtschaftlichen Einbruchs durch Corona. Wir hatten 2014 bis 2019, also bis zum Vorkrisenjahr, den Haushalt sehr gut saniert. Wir hatten Überschüsse im Gesamthaushalt in Milliardenhöhe und kommen deshalb aus einer sehr starken wirtschaftlichen Position. Dennoch hat das Jahr 2020 gezeigt, wie stark unsere Steuereinnahmen abhängen von
guter wirtschaftlicher Aktivität, denn wir sind mit einem Einbruch konfrontiert worden der Steuereinnahmen, der erheblich ist. Er ist Gott sei Dank nicht ganz so stark gewesen wie befürchtet, aber er wirkt sich aus, weil unsere Haushaltssystematik das einbezieht in den mittleren Trend und wir damit im Grunde nicht nur formal auch Schulden wieder tilgen müssen nach der Logik der Schuldenbremse, sondern wir haben eine Langfristprognose, die ein Stück weit eingetrübt ist durch diese Krisenjahre.